So, liebe Freunde, willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Ich habe mal wieder die Grafik ein bisschen höher gepackt. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Struggle mit Lags. Ein paar Lags hat man ja immer in Gothic 3, aber das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass die Einstellungen zu hoch waren, sondern lediglich damit, dass ja das Spiel einfach in der Hinsicht ein bisschen Fritte ist. Aber ich finde es einfach jetzt schöner. Ja, wir haben ein paar mehr Details. Die Sichtweite da hinten ist sowieso immer begrenzt. Also man sieht den Berg ja hinten jetzt ein bisschen schwammig. Aber das muss so. Aber da hinten sieht man jetzt schon ein bisschen Fahrring. Das ist davor nicht gewesen, der Fall gewesen, glaube ich. Ansonsten schaue ich mir das jetzt einfach mal an, wie das jetzt so ist. Mit etwaigen Lags. Aber ich denke, das müsste funktionieren. Ansonsten können wir immer noch auf Mittel stellen. Scorn da jetzt noch drin? Ja. Mit dem könnte ich das jetzt zusammen machen. Guck mal, da ist schon direkt ein Zombie. Oh. Meine Güte. Kommen wir ein bisschen nah. Die haben aber alle die gleichen Kampfanimationen. Schon wieder eins von diesen Viechern. Dem hast du zu. Das war's mit dir, du Mistvieh. Der Gorn. Der wird ein bisschen wild davon, wenn er einen sieht. Beziehungsweise der sieht ihn ja nicht, er riecht ihn vielmehr. Sehen kann er ihn ja schlecht, wenn er in der Hütte ist. Ja, und ich muss zusehen, dass ich die Speicherstände mal rückwirkend ein bisschen lösche. Wir haben 130 Speicherstände. Das Spiel wirkt sich dann irgendwann tatsächlich auch aufs Spiel auf. Aus, nicht auf. Dass man verlängerte Ladezeiten hat und so. Also Zombies besiege ich ganz gerne. Komm her. Wie gesagt, wenn ich die Skelette einzeln erledigen kann, dann sind die auch gar kein Problem. Ich versuche die ganze Zeit immer die Köpfe der Skelette einzusammeln, weil man das in Secret immer machen konnte. Und das waren solche Sockelverschnitte, die konnten. Muss doch irgendwo einer sein. Little bit lags. Ich denke, das werde ich hier alleine ausnehmen. Das sollte auch funktionieren. Da! Komm her. Da!
aber der Kopf hinfliegt. Ah. Irgendwas habe ich gepult. Ah, noch ein Skelett. Nice. Also ein bisschen... Ich kann zurzeit nichts herstellen. Ein bisschen Angst, dass das jetzt schiefgelaufen ist. Bisschen was schieflaufen könnte. Denn wir waren ein bisschen lowlife. Aber das Schöne ist, wir können dann auch ganz guter wahrscheinlich ausnehmen. Also die ganzen Gebäude. Wir haben auf jeden Fall einen Teleportstein. Aber das wird der Teleportstein von Gotha sein, ne? Jetzt hätten wir ja gerade einen Questerfolg bekommen. Ja, ein zweiter Teleportstein. Anscheinend gibt es nicht immer nur einen, sondern mehrere Teleportsteine. Aber das ist ja nicht der Teleportstein, den ich haben möchte. Eine Armbrust. Ein Bisonfell. Und unser Held ist so tapfer und mutig und schläft inmitten einer untoten Stadt, wo ein Dämonenkönig haust, einfach in einem verlassenen Haus. Mutig. Würde ich nicht machen. Abgebrochen. Pfeile, Krankheit heilen, Heiltrank, Fackel. Gibt es eigentlich eine Spruchrolle in Gothic 3, wie man, dass man Schlösser öffnen kann oder so? Komm her, Freund. Schätzen zwei. Sehr gut. Also die ohne Schild können echt nicht viel. Na komm. Immer hinfliegt, ey. Hier sind scheinbar keine Untoten mehr. Und diese Hütten hier sind auch ein bisschen armselig. Da ist nämlich gar nichts drin. Hier ist auch nur ein Bett. Gut, speichern nochmal. Dass man hierfür dann so eine Unterstützung wie Gorn bekommt, ne? Aber wenn man irgendwie so eine ganze Stadt von den Orks befreien möchte, was 10 Millionen mal schwieriger ist, da kriegt man dann keinerlei Support, ne? Kann man mir auch irgendwie nicht wirklich glaubhaft erklären. Oh. Und wer macht einen Spießschlag? Oder den? Mist, 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 Mist! Ah, das war nicht gut gespielt.
Wenigstens habe ich hier genügend Betten. Kann ich eigentlich mit Wasser Leben heilen? Ja, aber unerheblich viel. Komisch, das Wasser bringt einem dann Leben, aber das Wasser, was man hier so, was auf meiner 4 jetzt gerade ist und was man so trinken kann, das gibt mir Ausdauer. Da hätte ich doch erwartet, dass wenn man vom Fass hier trinkt, dass man dann wenigstens Leben und Ausdauer bekommt. Erst die Skelette, dann die Zombies. Mist, ich bin so doof. Warum gehe ich denn immer so nah dran am Anfang? Meine Güte. Aber da ist jetzt nicht der Schädel abgeflogen, sondern so ein Armknochen. Ich habe jetzt... Nein, die Truhe war ich schon dran. Ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal, wenn ich einen Schlag abbekomme, so einen schönen... Oh, nee, es regnet. So einen schönen, teuren Heiltrank zu inhalieren. Ich lasse den Regen jetzt einfach mal an. Das war schön, eine Vierer-Kombo. Das war ein sehr schöner Kampf für mich. Kann ich den da oben angreifen, ohne dass da noch mehr Gewürm runterkommt? Schön. Das war gut. Das war ein guter Kampf. Speichern. Das war gut. Das war wirklich, wirklich gut. Hier, speichern wir mal hier. Ein paar. Wobei, der aktuelle geht ja wieder nicht nach oben. Na, ja, vergesst es. Deswegen mag ich dieses Speicherprinzip nicht. Nehme ich das. Dankeschön. So. Komm her. Jetzt hat er eine erhobene Stellung. Das ist immer ungünstig dann. Ey, der kommt da ja doch hoch.
Den kann ich aber nicht mit Kopfschüssen töten. Sehr schön. Gut. Liebe Leute, dann denke ich, werde ich den Cut, den Part jetzt auch erstmal beenden. Wir hören uns übermorgen wieder. Wie gesagt, 2-Tages-Rhythmus. Ich glaube, das ist mit Gothic eine ganz gute Idee. Ja, und dann geht's weiter hier mit Gotha. Ich bin mal gespannt auf den Dämonenkönig hier. Wir hören uns. Bis übermorgen. Ciao.